diesem Video zeige ich dir den bestmöglichen zeitlichen Ablauf von der Entscheidung, Planung und schließlich dem Ausführen deines Auslandsjahres. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, schau dir auf jeden Fall auch mal meinen Kanal an. Dort gibt es nämlich noch viele weitere Videos zu diesem Thema. Guck auch zu jeder Zeit des Videos gerne mal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich nämlich Texte und Sachen, die ich hier in diesem Video erwähne. Anderthalb Jahre vorher. Schon anderthalb Jahre vorher solltest du dir die Gedanken machen, was du eigentlich machen möchtest. Also die erste Kataloge, Infos, wie jetzt aus diesen Videos holen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was du eigentlich genau machen möchtest. Also beispielsweise FSJ, Work and Travel, Au Pair etc. Und dann, welches spezifische Feld du ansteuern möchtest. Also beispielsweise ein Praktikum oder du möchtest in einem FSJ zum Beispiel in der Bildung helfen oder in der Umwelt helfen oder in der Altenpflege. Dort gibt es viele Variationen. Ich habe dir ein paar Webseiten zum Vergleichen von Angeboten in die Videobeschreibung gepackt. Um ein Gefühl für die verschiedenen Organisationen zu bekommen und auch zu schauen, welche am besten zu dir passt, kann es gut sein, wenn du Infoveranstaltungen besuchst. Die sind in jeder größeren Stadt von unterschiedlichen Organisationen bei so Berufs- und Bildungsmessen. Hast du dich für eine Organisation entschieden, solltest du dir die Termine für die Bewerbungsfristen in deinem Kalender markieren, damit du sie auf keinen Fall verpasst. Ein Jahr vorher. Für Programme, für die man sich bewerben muss, starten meistens ein Jahr vorher die Bewerbungsphasen. Jetzt musst du deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben an deine Organisation schicken. Sachen wie selbstorganisiertes Work and Travel kann man natürlich auch viel spontaner starten lassen. Natürlich sollte man aber auch Acht auf die Flüge geben. Die sollte man nämlich zum Beispiel auch schon am besten ein Jahr vorher buchen, dann sind sie nämlich noch besonders günstig. 10 Monate vorher. Es kann sein, dass du jetzt zu einem Auswahlgespräch eingeladen wirst, dann solltest du das natürlich wahrnehmen. Dir aber auf jeden Fall nicht direkt die anderen absagen, denn falls du denn nach dem Auswahlgespräch doch nicht angenommen wirst, hast du so noch weitere Möglichkeiten offen. Zudem solltest du auch schon mal deinen Pass checken, ob der denn noch gültig ist über dein gesamtes geplantes Auslandsjahr und ihn eventuell sonst neu beantragen. Das kann nämlich sonst auch eine ganze Weile dauern, bis man den neuen Pass dann bekommt. 6 Monate vorher. Jetzt solltest du anfangen, wenn du ein Work and Travel machen möchtest, dass du auch dir dein Visum besorgst. Dafür habe ich dir auch verschiedene Videos in der Videobeschreibung verlinkt, je nachdem für welches Land du das Visum benötigst. Und zudem starten jetzt auch weitere Bewerbungsphasen, zum Beispiel viele Au-pair-Programme starten jetzt, also 6 Monate vor dem Auslandsjahr. Und zudem sollte auch die Entscheidung für ein Bewerbungsprogramm gefallen sein, sprich du müsstest jetzt auch nochmal das Visum, wenn es nicht die Organisation für dich tut, für dein freiwilligen Jahr auch noch buchen. Habt ihr wie im Schritt zuvor euren Reisepass neu beantragt, solltet ihr auch auf jeden Fall darauf warten, dass ihr erst den neuen Reisepass habt. Denn wenn ihr das Visum beantragt, dann habt ihr das Problem, dass die Reisepassnummer von eurem alten Pass und dem neuen Pass nicht übereinstimmt und es dann bei Problemen bei der Einreise kommen kann. 4 Monate vorher. Spätestens jetzt solltet ihr euren Flug buchen, denn sonst gehen die Preise wirklich ordentlich hoch. Denn ihr seid ja auch schließlich nicht die Einzigen, die ein Auslandsjahr machen wollt oder einen Urlaub macht etc. Als Work and Traveler kann man auch schon damit beginnen, sich die Jobunterlagen zusammenzusuchen, also auch einen Lebenslauf erstellen und schon mal gewisse Schreiben. Dazu, wie man eine englische Bewerbung macht, verlinke ich euch auch nochmal ein Video. Und dort ist nämlich der Lebenslauf besonders wichtig. Zudem solltet ihr auch eventuelle Zertifikate, Zeugnisse und so zertifiziert übersetzen lassen, also beglaubigt. Dafür gibt es auch verschiedene Programme, aber mehr dazu in diesem englischen Video. Des Weiteren solltet ihr einen Besuch bei einem Arzt planen, um eventuelle Impfungen aufzufrischen oder länderspezifische Impfungen abzuholen. Und zudem auch schon mal danach schauen, ob man nicht euren Handyvertrag stilllegen kann, pausieren kann und auch eventuell schon einen neuen Handyvertrag für das Ausland buchen kann. Aufgepasst, manchmal sind die aber im Ausland günstiger, deswegen sollte man für manche Länder warten. Da müsst ihr euch einfach nochmal informieren, was denn auf euer Land zutrifft.
2 Monate vorher. Jetzt geht's bald los. Ihr solltet natürlich euch noch eine Reiseversicherung suchen. Dazu verlinke ich euch natürlich auch was in der Beschreibung. Zudem braucht ihr eine Kreditkarte. Auch da habe ich euch kostenlos in der Beschreibung verlinkt, womit ihr auch kostenlos im Ausland Geld abheben könnt oder sogar auch kostenlos im Ausland bezahlen könnt. Wenn ihr im Ausland selber fahren wollt, zum Beispiel mit einem Mietwagen oder auch mit dem Wagen der Gasteltern etc., dann, das trifft vor allem auf Au-pairs und Work and Traveler zu, solltet ihr euch noch einen internationalen Führerschein ausstellen lassen. Das könnt ihr einfach, indem ihr zur Fahrererlaubnisbehörde des jeweiligen Kreises, in dem ihr lebt, hinfahrt und dort einfach sagt, ihr möchtet einen internationalen Führerschein ausgestellt haben, dann bekommt ihr ihn direkt vor Ort. 1 Monat vorher. Es geht in die letzte Runde. Es gibt nicht mehr viel zu tun. Eventuell bucht ihr nochmal einfach eine Unterkunft für die ersten 2-3 Nächte. Aber das müsst ihr nicht machen. Das hängt auch vor allem je nachdem, was für ein Programm ihr macht. Also oft ist das ja natürlich schon drin. Wenn ihr zum Beispiel zu einer Gastfamilie geht, wäre es natürlich auch gut, die Gastfamilie über eure Flugzeiten zu informieren. Also wann ihr zu am Flughafen ankommt, falls die euch abholen, ist das natürlich so einfacher. Und dann müsst ihr kein Taxi nehmen. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du es zeigst, indem du es mit einem Daumen nach oben bewertest und es vor allem auch deinen Freunden zeigst. Wenn du noch mehr Infos zum Thema Auslandsjahre, Auslandsaufenthalt etc. wissen möchtest, schau dir meinen Kanal an. Dort habe ich zu jedem einzelnen Thema auch nochmal einzelne Videos gemacht. Ja, und das war's. Ich bin jetzt raus. Ciao.